Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, heute Wochenupdate, Kalenderwoche 16 und 17. Und los geht's nach dem Intro. Viel Spaß! Ja, mal wieder Wochenupdate. Es gab ein paar Kleinigkeiten, sag ich mal. Na, okay, ein paar große Sachen waren auch dabei oder eine große Sache. Und ja, die wollte ich euch mal gerne zeigen von den letzten zwei Wochen. Diesmal mal nicht so viel Zeit vergehen lassen. Ja, ihr hört, meine Nase ist immer noch zu. Scheiß Heuschnupfen, was soll ich sagen? Furchtbar. Ja, aber würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Und wo fange ich denn an hier? Ja, machen wir heute gleich mal Videospiel. Ich habe jetzt die Figur leider nicht hier. Ich habe mir ja God of War, diese Collection geholt. Unboxing-Video habe ich ja extra gemacht. Wie gesagt, ich verlinke das alles nochmal hier unter dem Video, in der die Videobeschreibung. Ja, Unboxing habe ich schon gemacht. Hier zeige ich nochmal das Steelbook. Hat eine schöne Prägung hier. Finde ich wirklich sehr, sehr cool. Das Spiel übrigens ist der absolute Burner. Also seit The Last of Us habe ich also nicht mehr sowas Geiles gespielt. Sagen wir es einfach mal so, das Ding ist wirklich absolut genial. Ich habe jetzt, glaube ich, schon 15 oder 20 Stunden gespielt. Es ist einfach der absolute Hammer, das Spiel. Ja, hier. Innenseite. Ja, Steelbook finde ich okay. Die Figur ist absolut geil. Wie gesagt, wenn ihr das euch interessiert, könnt ihr euch ja nochmal das Video angucken. So, dann machen wir hier weiter. Dann hatte ich hier ein paar Emerays. Und zwar hier einmal Hands of Stone. Ja, Boxfilm. Hier mit Wendecover. Ja, ist ganz okay, wenn man wirklich Boxfilm mag, kann man sich den angucken. Ist jetzt nach wahre Begebenheit, nach dem Boxer hier, wie heißt er nochmal? Duran hier irgendwie. Ist ja da eine wahre Begebenheit. Wie gesagt, ist ein Film, kann man sich angucken, ist jetzt nicht einer der besten Boxfilme. Ich habe dazu eine Kritik gemacht. Link ist unten in der Videobeschreibung. Ja, dann habe ich noch den Film Der Kurier hier von Daniel oder mit Daniel Radcliffe. War ich ein bisschen enttäuscht von. Habe jetzt ein bisschen mehr auch von dem Film. Es geht ja darum, dass er da so ein Kurierflieger ist und ja. Also war wirklich langweilig. Wie gesagt, ich habe auch dazu eine Kritik gemacht. Könnt ihr unten in der Videobeschreibung. Übrigens habe ich hier und hiervon gab es auch Gewinnspiele auf unserem Filmjunkies YouTube-Kanal. Abonniert den, wenn ihr noch nicht gemacht habt. Dann werdet ihr so die Gewinnspiele halt nicht mehr verpassen. Das nochmal an dieser Stelle. Dann habe ich jetzt noch den Film erst vorgestern geguckt. 24 Hours to Life. Mit Ethan Hawke hier. Ja, schöner Actionfilm, muss ich sagen. Ja, also hat mir eigentlich ja sehr gut gefallen. Vom Produzenten von John Wick steht hier noch drauf. Ja, schöne, harte Action, sage ich mal. Ging es ordentlich zur Sache. Ist jetzt hier, ja, von storymäßig und so jetzt nicht so der Burner, sage ich jetzt mal. Aber ja, leichte Unterhaltung, schöne Action. Kann man sich mal angucken. Dann habe ich mir noch zwei gebrauchte Steelbooks geholt. Ich hatte ja letztes Mal schon das Avenger Teil 1 Steelbook euch gezeigt. Und das ist mir aufgefallen, ich habe ja Teil 2 auch gar nicht. Ich dachte immer, welchen hast du doch schon Teil 2 im Postbusser Teil 1 Steelbook? Ja, jetzt habe ich hier für 15 Euro, glaube ich, noch gebraucht. Das Avenger, ja, hier auch zwar leichte Gebrauchsspuren, aber für 15 Euro jetzt hier noch den zweiten Teil geholt, dass ich die jetzt komplett habe. Hier, Rückseite gefällt mir eigentlich sehr, sehr gut. Wie gesagt, wir haben hier oben, das ist nur ein bisschen Dreck, den muss ich noch abwischen. So Klebepunktereste. Wie gesagt, haben wir drin alles. Also, ja, so, zeigen wir mal so hier. Avengers Teil 3 Infinity War habe ich übrigens ja jetzt schon gesehen im Kino. Ein Review von mir gibt es auf dem Filmjunkies-Kanal. Ich verlinke den aber auch nochmal hier unter dem Video. Da könnt ihr euch meine Meinung so anhören. Ja, hier, aber Steelbook finde ich eigentlich sehr, sehr schön. Und ja, und mir ist eigentlich aufgefallen, dass ich den Film nicht im Steelbook hatte. Ich hatte den nicht mal auf Blu-ray. Ja, also ich fand den damals, ich fand den ja wirklich nicht gut. Aber naja, vollständigkeitshalber habe ich es denn. Ja, dann habe ich mir noch das Inception Steelbook geholt. Das hatte ich schon lange ein Auge drauf. Eigentlich wollte ich immer diesen Koffer haben, aber habe ich noch nicht bekommen, sage ich jetzt mal so.
Und da habe ich gedacht, ach, jetzt holst du endlich mal das Steelbook hier für, weiß ich, 8 Euro oder so. Hier habe ich das Inception Steelbook. Ich finde den Film ja absolut genial. Was ich hier natürlich scheiße finde, ist, dass hier dieser Aufkleber draufgedruckt ist. Also sowas Beschissenes habe ich noch nie gesehen. Das versaut eigentlich das ganze Steelbook. Ich habe gesehen, es gibt da noch eine andere Edition, also ein anderes Steelbook, was später kam. Das ist wohl hier die erste Auflage und die zweite Auflage hatte diesen Aufkleber halt nicht mehr drauf. Aber ja, wie gesagt, Rückseite hier ist natürlich der letzte Husten. Ja. Und ja, innen drin haben wir auch kein Backartwork. Also ist jetzt nicht, also keins der schönsten Steelbooks. Ja, also wie gesagt, die Front ist ja eigentlich okay, aber ist natürlich total versaut durch diesen scheiß Aufkleber. Aber ansonsten, wie gesagt, absolut genialer Film. Ja, da hat Nolan noch gute Filme gemacht. Ja, das war es eigentlich schon an Film. Dann habe ich mir noch zwei wie heißen die scheiß Dinger? Funko-Pop-Figuren geholt. Weil ich, wie gesagt, Ash vs. Evil Dead, ich bin da noch dabei. Ich hatte letztes Mal schon zwei Figuren gezeigt und jetzt hier nochmal einmal Pablo. Ja, Ruby fehlt mir noch, die habe ich jetzt aber auch bestellt. Sollte eigentlich schon da sein, aber kam noch nicht. Die wird dann wohl im nächsten Video gezeigt. Ich pack die mal aus jetzt hier. Die Pablo. Wie gesagt, ich bin ja noch dabei. Also ich will jetzt demnächst hier komplett nochmal alles umbauen, umräumen. Ja, dass ich jetzt auch wirklich hier Blade Runner habe ich ja jetzt einige Sachen schön präsentiert. Denn Hateful Eight mit Figuren wird alles doch schön präsentiert. Ja, das wird jetzt ja die nächste Zeit, ja, realisiert und dann gibt es auch natürlich schöne Videos davon. Übrigens hier dann nochmal Ash. Ich hatte ja den Ash schon mit dem Blut und dann der Vollständigkeit halber brauche ich natürlich auch noch den anderen, ist ja klar. So. Ja, zeige ich ja immer nochmal Pablo. Kann man sehr gut erkennen hier. Hat er eine Flasche in der Hand? Ja, eine Flasche verkehrt rum. Ja, Pablo. Und dann hier nochmal Ash ohne Blutflecken. Ich stelle die mal kurz hier alle hin. Passt das hier? Upsala. So, hier. Den Ash mit Blut daneben. Und hier noch Kelly. Ja, wie gesagt, da fehlt dann halt nur noch Ruby. Die habe ich aber, wie gesagt, schon bestellt. Und ja, wird dann wohl im nächsten Video gezeigt. Und wie gesagt, Ash, hier Tanz der Teufel, will ich ja auch nochmal alles richtig schön positionieren hier alles. Und ja, freue ich mich schon drauf. Das natürlich immer macht mal verdammt viel Spaß, das alles ja ordentlich hinzustellen und zu machen. Ja, mehr habe ich eigentlich nicht gekauft in den letzten 2 Wochen. Wie gesagt, ja, okay, God of War hat ja auch ein bisschen Geld gekostet, sage ich mal, die Edition. Und ja, demnächst kommen aber noch ein paar coole Sachen. Ich habe da schon ein paar Sachen, die sind alle noch nicht angekommen. Also es wird da wieder ein cooles Video auf jeden Fall geben. Ja, Unboxings waren ja in letzter Zeit ein bisschen wenig, aber es ist irgendwie, ja, die ganzen Steelbooks, ihr habt sie letztes Mal das Video gesehen, gefallen mir alle irgendwie nicht. Teilweise die Filme aber auch, die mir nicht so gefallen. Da reicht es eigentlich, wenn man die einmal gesehen hat. Und ja, ist irgendwie zur Zeit, ja. Es kommt jetzt auch nicht demnächst, glaube ich, groß was raus. Aber wie gesagt, ich habe ein paar ältere Sachen noch gekauft, jetzt demnächst was Gebrauchtes. Und es gibt auch bald noch mal eine ganz coole Ankündigung. Mal gucken, wie lange das noch dauert. Da wird sich noch ein bisschen was ändern hier auf dem Kanal. Da gibt es noch, ja, was ziemlich Cooles. Ich glaube, das ist ein ziemlich fettes Feature, was ich da demnächst mal raushauen werde. Lasst euch überraschen. Aber ja, würde ich sagen, soll es erstmal gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.